ich habe das Gefühl, ich habe Läuse in meinem Bart. Wallah, meine Haare. Habt ihr mich jemals so gesehen, Chat? Mit so einer Frise? Sagt ihr Nein im Chat? Ich bin mir nicht sicher, wollen wir Nein jetzt oder am Ende? 37 Minuten geht das ganze Ding. Abhängig, erkenne den Süchtigen. Naims Format mit erkenne den Punkt, Punkt, Punkt. Heute haben wir anscheinend einen Süchtigen drin. Ich weiß nicht, von was er süchtig ist, ob er von Drogen abhängig ist oder von anderen Sachen süchtig ist. Vier Leute lügen und eine Person sagt die Wahrheit. Wir gönnen uns das. Boom, Leute, herzlich willkommen zu einem neuen sexy Video auf meinem YouTube-Kanal. Auf jeden Fall, Freunde, haben wir heute wieder mal ein ernstes Thema. Sprich, erkenne den Süchtigen, fünf Personen behaupten, eine Sucht zu haben und nur einer sagt die Wahrheit. Wir haben heute Special Guest mit dabei. An der Stelle, Thomas, falls du jetzt gerade aufgestanden bist und gerade zum Fernseher gehen willst, es handelt sich hierbei um ernste Themen, ja. Aber wir distanzieren uns jetzt schon mal. Nur RTL, MMA, DSDS, Twitch, YouTube, alles dabei. Aber, Freunde, wenn ihr in Zukunft wissen wollt, was wir noch für Folgen geplant haben, wir haben auch Folgen im Ausland geplant, es ist noch so viel geplant gerade, dann folgt mir auf Instagram. Auf Instagram wisst ihr immer, wer bei den nächsten Folgen mit dabei ist, was für Folgen noch anstatt. Nein, er hat einen stabilen Körper, Digga. Kann man echt sagen, was man will. Er hat wirklich einen sehr, sehr stabilen Körper. Passt zu ihm. Wir werden etc. PPP, sagt man bei uns. Und, wichtig, Freunde, bald kommt die neueste, krasseste Kollektion von Zeit Jeans. Checkt das auf jeden Fall ab. Und ich würde an der Stelle sagen, wichtig, Freunde, einmal die Special Guest. Rein, bitte rein! Aha, Ben Fresh ist am Start, Digga. Weil ich habe ihn direkt erkannt, Digga. Ich bin einfach 3 Meter groß. Und Ali ist auch wieder dabei. Und irgendein Mädchen. Auf den. Guck dir doch einfach in die Augen, Jungs. In die Augen. Oben. Ben Fresh. Oh, Alter, Ben Fresh ist auch stabil. Auch vom Kampfstil. Bruder, ich guck auch wieder in die falschen Areas. Was geht, Bro? Alles gut? Wie geht's dir? Alles gut, Bruder? Ben Fresh. Oh mein Gott. Ben Fresh. So, ey. Das Ding ist bei diesem, bei, wie hieß die, Melody, frage ich mich, wenn du jetzt eine Nadel hast, ne, das hat dir auch jemand in den Chat geschrieben, und so machst, hier hinten reinstichst, platzen die Ballons? Es freut mich, dass ihr hier seid. Wie geht's euch? Nichts Neues, ne? Ne, wie es euch geht, hab ich gefragt. Ach so, wie es uns geht. Nichts Neues. Uns geht's gut, Bruder. Ali, Stammgast. Wie oft warst du jetzt schon hier? Siebte Mal. Heftig, heftig. Melody, Stargast heute. Hallo. Das erste Mal hier. Wie geht's dir? Ey, mir geht's sehr gut. Sehr gut. Ich möchte jemand ganz bestimmten danken. Mein Pelzmantel. Hi. Wem? Ach, kennst du nicht mehr. Das war ein K1-Song von damals. Weil den hat keiner verstanden, ne? Ich glaube, selbst wenn ich jetzt nicht müde wäre, ich hätte den auch nicht verstanden. Melody, Garage ist noch auf. Geh raus. Oh mein Gott. Erinnere mich doch nicht daran, dass du so viel jünger bist als ich. Ich dachte, du wärst 20. Ja, ja, genau so. Und Ben Fresh, das zweite Mal hier. Was geht, Bro? Nein, danke, dass ich hier sein darf. Let's go. Er ist der Geilste, Mann. Also, heute geht es, ich weiß nicht, kennt ihr das Format schon? Ja, ihr kennt es, Melody. Auf jeden Fall, ja. Ja? Ich habe es mir angeschaut, ja. Heute geht es um einen Süchtigen. Das heißt, 5 Personen werden behaupten, irgendeine Sucht zu haben. Aber nur einer sagt halt die Wahrheit, die anderen lügen. Es geht wieder um ein bisschen Cash to the Mash. Hier sind auf jeden Fall 500 Euro drin. Sprich, der Lügner kriegt dann die ganze 500 Euro für sich allein. Wenn wir aber sind denn in den Portemonnaie nicht auch noch Karten drin? Kriegt man die nicht auch? Richtigen Etappen, dann haben wir ja quasi gewonnen. Eigentlich sollten alle leer ausgehen, aber weil wir so nett sind, kriegt trotzdem jeder was. Also du verlierst so oder so? Ich verliere so oder so, ja. Der will doch nur die Steuer drücken mit dem Format. Das Format macht er nicht, weil er Bock drauf hat. Er will nur die Steuer drücken. Ich kenne doch diese Filme. Hm? Geld. Der weiß doch, dass er das Geld verliert, aber macht es trotzdem, weil er einfach mit der Steuerberaterin so einen Pakt geschlossen hat und die gesagt hat, Nahim, die Ausgaben sind zu niedrig, der Verdienst ist zu hoch, du musst jetzt was machen. Ansonsten macht das Finanzamt so. Wir auch gar nicht mehr groß rum. Einmal bitte die Kandidaten rein. Let's go! Boah, mein Auge kommt hier nicht hinterher, Bruder. Es ist 4.30 Uhr. Puh. Was ist so euer erster Eindruck? Digga, man muss gucken, wer ist aufgeregt, ne? Der ganze Link ist aufgeregt, ne? Du? Ist ja normal, vor Kamera sehen ja auch ein, zwei Leute das Video und so. Da kann man schon ein bisschen aufgeregt sein. Aber ich würde sagen, so vom ersten Eindruck, so, ja, Mitte. Mitte hat so viel rum. Aber das Ding ist, wir haben auch in den anderen Folgen mitbekommen, die Leute, die sich am meisten so auffällig machen und irgendwas versuchen zu schauspielern, das sind meistens die, die dann auch lügen. Guck mal, der sieht jetzt wieder so zu ernst aus. Wisst ihr, das sieht zu gestellt aus, so als ja, es geht um einen Süchtigen, das haben wir verstanden, aber der versucht so zu krass im Sinne von, der versucht das zu krass zu spielen, wisst ihr, ich meine? Also, ich sag dir ehrlich, der Glatzkopf kommt raus. Sorry. Gezittert, dass er es mit Absicht haben wollte. Es gibt auch 3 Strategen, die Kaugummis im Mund haben. Ich habe das alles direkt begutachtet. Die einen auf diesen, ich muss jetzt einen Kaugummi im Mund haben, weil ich muss meine Sucht bekämpfen. Ich kaufe denen das alles nicht ab.
Ich bin ein sehr skeptischer Mensch. Ding, ich bin auch sehr gespannt auf die Geschichten, Digga. Süchtig. Ja. Du kannst süchtig nach so vielen Dingen sein. Ich bin süchtig nach Energy, ne? Sag ich ehrlich. Ich muss das so in den Griff kriegen, ne? Ich trinke locker 3-4 am Tag. Weißt du, was für eine Sucht ich hab? Hm? Chili-Sucht. Ich esse morgen Spiegeleier mit Chili. Alles, Bruder. Alles mit Chili. Alles, Bruder. Okay, aber deswegen wächst der Junge nicht. Die haben vielleicht ein paar ernstere Süchte. Lass uns mal rausfinden, welche. Ich kann mir schon vorstellen, dass diese Melody so ein bisschen was konsumiert hat davor. Okay, dann würde ich sagen, soll mal die erste von rechts bitte anfangen. Boah, Walla, ich dachte, sie hat gerade Auge gemacht, ne? Walla, was ist das für ein Auge-Chat? Um 4.51 Uhr haben wir ein Auge kassiert. Ich heiße Dir, ich komme aus dem Balkan und ich bin shopping-süchtig. Ja, I buy it. Ist das eine Sucht, die wirklich vom Arzt festgestellt wurde, ja, oder? Heftig. Aber ich kenne auch jemanden, der kaufsüchtig ist. Doch, das ist bei Frauen voll auch so. Ehrlich jetzt? Bei Frauen? Ehrlich? Ich glaube, dass du sogar mehr Fashion-Shops als ich. Aber woher das ganze Geld? Also, das hat alles so angefangen. Als es den Balkankrieg gab, sind meine Eltern hierher geflüchtet und ich habe weitere 6 Geschwister. Wir sind alle relativ sehr arm aufgewachsen. Mein Vater saß auch 3-mal hintereinander hinter Gitter. Und Grund war? Ja, Waffenhandel, Drogenhandel und gefälschte MPU. Tschüss. Der, also mit denen können wir uns natürlich nicht anfreunden, Chat. Das sind Sachen, die gehören sich nicht und das ist illegal. Das dulden wir natürlich nicht. Und Thomas, ja, ich bin auch auf deiner Seite. Vollstes Verständnis. Ja, es ist nicht gut und man sollte sich davon distanzieren. Macht eure Schule, macht was Sinnvolles. Verkauft solche Sachen nicht. Krack. Dann halt auch oft in der Schule gemobbt, weil ich halt bedürftige Klamotten angezogen habe. Wir halt essen. Das habe ich auch nie verstanden, Digga. Bruder, lass doch jemand tragen, was er will. Ich verstehe nicht, warum Leute gemobbt werden, weil sie irgendwas anderes tragen. Digga, es gibt bestimmt viele Leute, die aus diesen Altkleidercontainern irgendwas getragen haben. Digga, aber die konnten sich nichts anderes leisten. Und ich verstehe nicht, warum die Leute dann irgendjemanden gemobbt haben für. Wisst ihr, ich meine? Sag dir irgendwie deine Kleidung, sagt irgendwas Krasses über dich aus. Deswegen trage ich aus Trotz immer Jogger, Digga. Ich fühle mich im Jogger am wohlsten, Digga. Soll er denken, ich bin ein Penner? Soll er denken, was er will? Wisst ihr, ich meine? Hauptsache, ich fühle mich darin wohl. Und das solltet ihr auch. Deswegen, wenn irgendjemand sagt, dann ist er einfach nur selber so. Also ich bewerte auf jeden Fall keinen nach dem Aussehen. Also wenn ich jemanden kennenlerne, dann lerne ich den Menschen kennen und nicht sein hilfiger Pullover oder sein Kickpullover. Zitat Ende. Bekommen haben. Dann habe ich halt mit 13 früh schon angefangen zu arbeiten als Kellnerin. Mit 13? Kellnerin? Ja, wo? Weil ich halt in Minden. Darfst du da nicht? Du kommst nicht aus Minden. Könnt ihr das Private später machen? Ich will ihre Geschichte hören. Mit 13 schon arbeiten? Mit 13? Jetzt krieg ich das auch erst mit. Mit 13 kannst du nicht arbeiten. Ich hab halt für 5 Stunden 30 Euro verdient. Dann durch diesen Mobben. 5 Stunden 30 Euro, also 6 Euro die Stunde. Boah, Bruder. Der Chef ist auf jeden Fall ordentlich am Sparen. Ich hätte immer besser als die anderen sein. Ich hab mir noch eine Arbeit gesucht in Bückeburg. Habe ich dann halt auch nach ein paar Jahren meine Ausbildung dort angefangen als Köchin. Dann habe ich halt angefangen immer wieder zu shoppen, weil ich halt wirklich abgefranste Schuhe immer hatte und so. Also uns ging es halt wirklich sehr, sehr schlecht. Und was für Sachen hast du dich denn fokussiert? So Designer-Sachen oder so eher so die billigen Sachen? Weil Designer-Sachen, du weißt selber, eine Tasche fängt bei 4K, 2... Ja, ich weiß, sie ist zum Beispiel auch gefälscht, aber... Ist gefälscht, also ja. So gefälschte Sachen. Sympathisch, Digga. Sie gibt es zu, wisst ihr, ich meine? Sie sagt, ey, die ist gefälscht. Finde ich sympathisch. Ja, nein, nicht sowas, sondern ich habe halt erstmal angefangen mit diesen Klamotten, so erstmal schöne Hosen von New Yorker, Tello... Will ich einmal unterbrechen, okay? Also wäre mein lieber Freund Michel jetzt hier, liebe Grüße an Michel, an dieser Stelle wird er sagen, an den Schuhen direkt nein. Ja. Hey. Michel achtet immer auf Schuhe. Alles gut. Oh, ich kenn dich mehr, Bruder. Nicht böse gemeint. Machst du nicht so? Nein, das war nicht böse gemeint, Bruder. War das schon böse? Das ist nicht böse gemeint. Aber ich würde sagen, lass uns das nicht in die Länge ziehen und erstmal die anderen Kandidaten hören, oder? Der spielt mir das zu sehr. Also das ist mir zu Geschauspieler-Chat. Das ist wie dieses, als hätte man ihm gesagt, so, ey, du hast eine Rolle und du musst diese Rolle spielen. Hi, ich bin Sebastian, 44 Jahre alt und war 10 Jahre abhängig von Crystal Meth. Krass. Boah, Digga, also einerseits kaufe ich ihm das echt ab, Digga. Also das muss ich echt sagen. Also ich hätte jetzt gedacht, er sagt vielleicht, er ist spielsüchtig oder irgendwas anderes. Aber das mit Crystal Meth, das kaufe ich ihm tatsächlich auch echt ab. War? Das heißt, du bist schon drüber hinweg? Ja, wenn man einmal so tief drin gesteckt hat wie ich, ist man ja immer süchtig. Also die Synapsen sind ja programmiert und man ist ja auch immer ein Risiko, dass man rückfällig wird. Aber ich bin kein Konsument mehr, aber habe natürlich eine Suchterkrankung. Ich glaube, durch Crystal Meth hast du auch echt Probleme mit den Zähnen, ne? Deswegen müssten wir echt mal drauf achten, weil seine Zähne sehen jetzt auch nicht gerade aus, als hätten sie jede Woche den Zahnarzt gesehen. Ich kann mir schon vorstellen, so, es ist immer schwierig. Also ich sag noch nichts, ich spalte erstmal im Kopf und wir machen erstmal weiter. Aber du siehst, für 10 Jahre... Wollte ich gerade sagen, hier schreibt jemand gerade rein, er hat zu reine Haut für Meth. Ja, das stimmt auch.
Also die Haut ist echt ein bisschen zu rein. Zähne sind Katastrophe, aber Haut ist zu rein. Relativ gut aus, wie kann das sein? Da sind wir mitten im Thema. Also erstens habe ich in der Phase meiner Sucht 20 Kilo weniger gewogen. War da auch ein bisschen jünger und nicht jedem Abhängigen siehst du die Sucht an. Du siehst es eigentlich nur noch den Leuten an, die eigentlich am Ende angekommen sind. Sag dir. Ich kenne die Droge nur von Breaking Bad. Ich auch. Ich kenne die nur. But that's blue, Meth. Ey, jetzt direkte Frage. Crystal Meth, das sind ja diese Poster vorher, nachher. Crystal Meth-Abhängige sehen sehr, sehr schlimm aus nach kurzer Abhängigkeitszeit. Warum siehst du jetzt nicht so schlimm aus? Die Fotos, von denen du redest, die Faces of Meth, sind Fotos aus den Staaten. Das Gesundheitssystem ist prekär da drüben. Also wenn du halt die Zähne weggekristelt hast, kriegst du dort keinen Zahnersatz. Lass mal kurz. Ja. Genau. Oder wenn der dir einmal auf die Haut beißt, ne? Boah, der hat auf jeden Fall ein dickes, dickes Stückchen in der Hand, im Mund. Alle gesund. Hängt natürlich auch immer am Konsummuster. Aber du hast ja geraucht. Das wäre ja dann das Erste, also, was weggefallen wäre. 80% gezogen, 20% geraucht. Nasaler Konsum war bei uns eigentlich das Ding. Nase gezogen. Durch den Hand. Kannst du einmal so? Kannst du einmal. Ich persönlich glaube dem gar nichts. Ja, ich glaube nicht. Für 10 Jahre siehst du viel zu fresh aus. Lass uns erstmal die anderen nehmen. Okay, würde ich auch sagen. Der nächste Mal bitte weitermachen. Bei dem kann ich mir gar nicht vorstellen, was der gemacht hat oder wovon der abhängig ist, ne? Oder doch, Spilo, safe. Also ich bin der Tim, bin 20 Jahre alt und bin pornosüchtig. Oh, fast. Ist ja fast das Gleiche. Du bist ja auch am Drücken irgendwie, wenn man sich das vorstellt. Ja, me too. Bruder, 5 gegen Willi, wie oft in der Woche? Das heißt ja nicht, dass man direkt 5 gegen Willi die ganze Zeit... Digga, aber was willst du mir erzählen, Digga? Du guckst Porno? Ey, es ist mir unangenehm so, weißt du, so erste Mal so. Wie oft kommst du am Tag? Viermal. Ja, das ist noch keine Sucht. Würdest du sagen, du bist sexsüchtig oder pornosüchtig? Sagen wir es mal so, beide. Eine Frage, auf denen die Melody sitzt auch auf dem Stuhl, ne? Was machen ihre Schuhe eigentlich, wenn man fragen darf? Bist du in einer Behandlung deswegen? Ich kann ja nicht zu meinen Eltern gehen und sagen so, ey, ich brauche eine Behandlung, ich gucke zu viel Pornos so. Das ist ja schon mies unangenehm so, ne? Rein theoretisch, wenn die Eltern immer zu Hause sind und er seinen Spaß treibt, müsste er ja rein theoretisch, weil er es öfter macht, ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Eltern ihn mal erwischen sollten. Und dann, wenn sie ihn erwischen, sollten sie ihn mal darauf ansprechen. Oder nicht? Du hast ja von den Arzt schwarz auf weiß geschrieben bekommen, dass du süchtig bist, nein, richtig? Nein, ich war ja nicht beim Arzt, deswegen. Du kannst ja von mir selber aus behaupten. Also ich habe ja auch mit Freunden drüber geredet. Ich checke mal jetzt mal nicht. Das macht keinen Sinn. Arzt. Warum macht das keinen Sinn? Digga, ist das eine Sucht, Digga? Ja, es kann eine Sucht sein, aber doch nicht, wenn du 4-mal am Tag kommst. Das ist doch keine Sucht, oder? Ja. Digga, 4-mal am Tag, G? Ja. Digga, wow. Vielleicht sollte ich mich auf diese Seite stellen dann. Wenn das eine Sucht ist, dann... Ey, wollen wir realistisch sein? Wir sind alle Jungs, du weißt Bescheid. Aber Bruder, 4-mal am Tag, G. Meinst du jetzt viel, oder? Das ist ein langweiliger Sonntag. Wie soll das gehen? Geht das? Ja, das geht, eigentlich geht das. Eigentlich geht das, ne? Naja, wenn es eine Sucht ist, kann es schon sein. Würdest du sagen, dass dein normales Sexleben darunter leidet? Ja, also meine 2-jährige Beziehung ist halt daran kaputt gegangen. So, ne? Warum? Weil du zu viel warst. Ich habe halt trotzdem das Bedürfnis halt gehabt, Pornos zu gucken. Und das hat dir halt gar nicht gefallen, halt, dass ich mich halt auf andere... Wie äußert sich das, wenn du Druck hast, aber deine Freundin sagt, nein, jetzt gerade nicht? Ich habe dann halt immer gesagt, fuck mich nicht ab, gehe. Ich brauche das jetzt halt so. Ich glaube ihm gar kein Wort, können wir weitermachen. Wow. Ich glaube ihm auch kein Wort. Also was meinst du jetzt, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe? Du Bruder, Sucht ist, wenn du direkt danach wieder Bock hast. Ist aber auch schwierig, Bruder. Sucht, ich weiß nicht. Ich glaube, bei Sucht ist das nicht so, dass du jetzt... Natürlich, du bist süchtig nach einer Sache. Ich kann mir Sucht so vorstellen, dass es schon zu deiner Routine wird. Das heißt, wenn du jetzt als Beispiel, sagen wir ein dummes Beispiel, Spilo, du bist spielsüchtig, dann sehe ich das so, dass du quasi deine Routine hast, wie jeder zum Beispiel morgens zum Bäcker geht und sich Brötchen holt, gehst du morgens in die Spilo und spielst. Ich meine, so stelle ich mir das vor. Und du hast einfach nicht mehr die Kontrolle darüber und es ist einfach nicht mehr gesund. Also grundsätzlich spielen würde ich euch gar nicht empfehlen. Macht viel kaputt und es bringt im Endeffekt nichts, weil im Endeffekt das Casino gewinnt. Ja, ich finde, das ist eher Sucht, oder nicht? Das Porno und Sex mit deiner Freundin haben, was meinst du jetzt genau? Wie meinst du... Nee, also ich will jetzt nicht, dass ihr denkt so, ich check's mir nur die ganze Zeit ein. Also du guckst dir Porno auch so an, wie ein Film? Auch, ja. Ohne irgendwie... Auf dem manche gucken Netflix und er guckt andere Sachen. Also irgendwann geht's halt nicht mehr so. Ich check's nicht. Deswegen steht auch mit seinem Arm die ganze Zeit zu, Digga, weil der Arm, den präsentiert er bewusst, weil der einfach dicker ist durch die ganze Spielerei da unten, Junge. Kannst das Mikrofon gar nicht mehr mit rechts halten, ne, weil der Arm zu schwer wurde. Du guckst dir einfach nur an? Auf den Netflix. Mäßig, ja. Guck mal, Dings weiter, Bruder. Bruder, ich mag dich, ich mag deine Tattoos, Bruder, aber das ist Quatsch. Da würde ich sagen, erstmal der hinten rechts, bitte. Oder der sieht aus, als hätte er irgendwie 2 Wochen nicht geschlafen. Ich
bin Sebi, 21 Jahre alt und hatte 4 bis 5 Jahre Bulimie oder Magersucht. Boah, ich muss googeln. Was meinst du? Mille, was? Das sind Essstörungen. Nee, ich will, dass er mir das bitte erklärt. Kannst du mir das bitte erklären? Also Bulimie ist dann eben so in meinem Kopf drin gewesen, dass ich mich einfach extrem unwohl in meinem Körper gefühlt habe. Aber du wolltest aus deinem Körper raus. Ja, nee, ich war zu dick. Also ich fand mich zu dick einfach. Aber guck mal, ihm kann ich das irgendwie zutrauen, weil er sieht wirklich gerade auch jetzt, sorry, dass ich so sage, ne? Aber der sieht jetzt gerade auch nicht gesund aus, Digga. Der ist viel zu blass, Augenringe zu dunkel. Ich kann mir das schon vorstellen, Digga. Und das, was er meint, ist so dieses, wenn er sich im Spiegel betrachtet, denkt er, wäre zu dick, obwohl er schon dünn ist, wisst ihr, ich meine? Zum Beispiel, wenn ich mich jetzt im Spiegel betrachte, denke ich, ich bin zu dünn. Nee, was ist das nicht das Gleiche? Genau, wenn ich mich jetzt im Spiegel betrachte, dann sehe ich mich auch so, wie ich mich im Spiegel betrachte. Das heißt, ich bin schlank und ich sehe mich auch schlank. Er zum Beispiel war dick und hat sich... Nee, und er war dünn und hat sich dick gesehen. Warte, ich bin selber durcheinander gekommen. Auch vom Körper her, ich war schlank. Nicht wirklich viel schlanker als jetzt so. Dann war es halt so, dass ich angefangen habe, mir den Finger in den Hals zu stecken oder einfach sehr wenig nur gegessen habe. Und alles, was ich rein wollte, musste ich halt irgendwie sofort wieder rausmachen. Dann kam es auch dazu, dass ich in eine Klinik eingewiesen bin. Das ist auch kein Leben, Digga. Bruder, wenn du was isst, dann solltest du auch im Magen verdauen. Dieses Finger reinstecken und so, ich habe das noch nie gemacht und ich weiß auch nicht, wieso man das macht. Ich könnte es auch nicht, Digga, Bruder, das geht nicht. Ja, dort musste ich eben verschiedene Sitzungen, sage ich mal, machen. Also das war eine offene Anstalt. Da hatte ich eben so einen richtig strukturierten Tagesablauf. Da wurde kontrolliert, dass ich nicht irgendwie zum Beispiel jetzt breche oder dass ich auch gesund esse. Und da wurde mir eben mal so gezeigt, dass ich jetzt zum Beispiel... Also ich glaube nicht, dass er das spielt, Digga. Ich sag euch ehrlich. Also es kommt mir echt so vor, als würde es echt sein. Also dem glaube ich es auf jeden Fall. Der ist sehr blass und der sieht echt nicht gesund aus. 5 gesunde. Kennst du, der ist immer noch breiter als ich? Tagesmahlzeiten halt brauche und um einen gewissen Kalorienbedarf zu bekommen. Und halt auch viel psychologisch wurde mit mir gearbeitet, dass das halt so dieser Knoten aus meinem Kopf gelöst wird. Und du musst mir das nur einmal erklären. Isst du aus dem Grund nichts, weil du keinen Hunger verspürst oder du isst nichts, weil du dich dick fühlst? Also früher war es auf jeden Fall, weil ich mich dick gefühlt habe. Da haben halt auch Freunde gesagt so, ja, was ist los? Du bist doch voll der Hungerhaken und so. Aber ich habe das halt so einfach nicht gesehen, weil... Da muss man auch, ey, ich sag euch ehrlich, wenn ihr selber in so einer Situation seid und euch einredet, ihr seid zu dick, obwohl ihr schon dünn seid und es schon fast an der Grenze ist, dann solltet ihr auch auf Umfeld achten, ne? Beziehungsweise auf das Umfeld hören. Wenn dann Kollegen zu euch sagen, ey, Bro, du verlierst dich langsam, Bruder, das ist Hemd, du verlierst dich langsam im Hemd, das geht in eine ganz falsche Richtung. Das sollten dann aber auch gute Freunde sein, und die dann auch wirklich sagen, so von wegen, ey, es geht gerade in die falsche Richtung. So wie du dich gerade im Spiegel siehst, so bist du gerade nicht. Wisst ihr, ich meine, da sollte man den Menschen auf jeden Fall auch helfen. Mein Gesicht war halt dick. Das hat sich jetzt auch ein bisschen geändert durch Sport und Pubertät und so. Und jetzt kompensiere ich halt einfach, dass ich mich unwohl fühle mit Sport, halt auf eine gesunde Art und Weise und sowas. Das klingt schon sehr realistisch. Ja, aber worüber ich gerade stolper ist, du hast gesagt... Bruder, mit solchen Hacken schon würde ich auch stolpern, Digga. Du hattest Bulimie, aber ihm hast du gesagt, dass du nicht isst. Das ist Anorexie. Also ja, das weiß ich. Also es ist halt so eine Mischung aus beiden. Ich esse wenig, aber wenn ich dann irgendwas esse, dann muss es irgendwer... Oder hattest du so Fressanfälle? Alter, kennt ihr das? Es ist 5 Uhr morgens und ich weiß halt echt nicht. Deswegen, dieser Cutter von Nahim hat immer irgendwelche Soundeffekte eingeblendet, die sich so anhören, als würde irgendjemand hier rumlaufen, Digga. Ich sehe jetzt schon, wie mich hier gleich so jemand packt. Nee, so würde ich es eigentlich nicht sagen. Manchmal, wenn ich halt viel gegessen habe, dann war das schon eine ordentliche Portion. Und wie ist jetzt aktuell dein Stand? Also du siehst doch stabil aus. Ja, also inzwischen geht es mir auch schon besser. Okay, ich würde sagen, wir machen mit dem hinten links erstmal weiter. Also mein Name ist Max und ich habe durch meine Spielsucht circa... Walla, ich wollte es gerade sagen, ich habe es aber nicht gesagt, weil ich mir dachte, okay, wenn ich es jetzt sage und es nicht so richtig ist, dass ich mich blamiere. Aber ich habe es gewusst, Walla, ich hab mir gedacht, einer von denen ist safe spielsüchtig. 100.000 Euro verloren. 100.000 Euro? Das Ding ist, ich will jetzt nicht sagen, selber schuld und so, ne? Es ist im Endeffekt noch Jassik. Aber Digga, dir muss bewusst sein, wenn du ins Casino gehst und Geld reinsteckst, dass du es verlierst. Manche gewinnen, manche verlieren, aber im Endeffekt, im Großen und Ganzen, das Casino gewinnt immer. Und du steckst 100.000 rein, Bruder, da muss auch immer mal eine Grenze sein. Spielsucht? Das ist toll. Hauptsächlich Tipico. Ich habe mit 17 angefangen, mit Freunden getippt, denen habe ich das Geld gegeben. Warte, ich will gar nicht wissen, was er für Flüche auf Ronaldo gesetzt hat, ne? Wettbüros gegangen, 5,10 Euro. Oder auf Messi, deswegen ist er auch gewechselt. Alles gut gewesen, hat sich mit der Zeit gesteigert und jetzt habe ich die Schulden. Die Spielsucht ist schon hart. Hast du Schulden? Ich habe Schulden bei meinem Vater. Ich hatte Schulden bei Leuten, die ich kennengelernt habe, damals noch im Wettbüro. Das ist gefährlich, Digga. Chat, bei sowas wirklich immer aufpassen. Sowas ist gefährlich. Vor allem, wenn du eine Sucht hast, wenn du spielsüchtig bist,
Das Problem ist bei den meisten Leuten einfach, die leihen sich dann Geld bei Kollegen, bei Menschen, die sie vielleicht 2-3 Mal gesehen haben. Wisst ihr, ich meine, die bauen sich einfach Schulden auf. Manchmal vielleicht auch bei den falschen Leuten. Und die haben das einfach nicht mehr unter Kontrolle. Deswegen sage ich auch immer, wenn ihr irgendwas macht, dann macht es mit eurem eigenen Geld. Seid nicht auf irgendwelche anderen Leute angewiesen. Und guck mal, der hat sich bei irgendwelchen Leuten Geld geliehen. Das heißt, die Leute haben bei ihm jetzt ein falsches Bild. Der denkt sich, Digga, der kann die Schulden nicht mal bezahlen. Und der macht die selber so damit kaputt. Deswegen, wenn ihr etwas macht, wenn ihr euch einen Pullover kaufen wollt, kauft euch ihn nur, wenn ihr auch das Geld habt. Es bringt ja nichts, wenn du dir Pullover kaufst und dir denkst, oh fuck, ich hab das Geld gar nicht. Ah, egal, ich klär kurz bei jemand anderem. Während Corona dann in sogenannten Facebook-Gruppen an die falschen Leute geraten und ja, dann war es halt irgendwann so weit, dass die Leute vorm Haus aufgekreuzt sind. Bei meinem Bruder vor der Schule. Wie lange bist du schon süchtig? Seit ich 17 bin, hat's angefangen. Süchtig würde ich nicht sagen, das ist so ein Prozess. Süchtig ist es nicht, ne, mit 100 Riesen. Wurde ich 18, hab mir ein Konto bei Tipico erstellt und dann ging's immer so weiter, seinen Lauf. Ich befinde mich derzeit in Behandlung, sag ich mal. Wo? Ich bin mit 2 Brücken. Stell dir mal vor, jetzt, weil das ist kein harter Witz, ne? Stell dir mal vor, er sagt jetzt so, ja, ich muss jetzt leider auch ein bisschen, leider schon frühzeitig gehen, ich muss euch leider alle schon verlassen. Und die Jury denkt sich so, hä, warum denn? Ja, in 2,5 Stunden macht Tipico auch wieder auf, ich muss weiterspielen. Bei Frau Biegel, die macht mit mir so ein Programm durch, das heißt, sie versucht mich von dieser Sucht wegzubringen. Wäre das jetzt schlimm, wenn sie dich hier sehen würde? Die weiß das, mit der habe ich drüber geredet. Okay. Boah, heftig, ich finde den sehr realistisch gerade, ne? Ich kann auch gerne erzählen, wie es dazu gekommen ist. Also dazu ist zu sagen, ja, ich bin mit der Schule fertig gewesen, ich war jetzt kein guter Schüler, aber ich habe meinen Abschluss gemacht. Hab danach gearbeitet und hab dann wirklich mein ganzes Geld in diese scheiß Sportwetten verpulvert. Und dann war es irgendwann so weit, wo ich dann wirklich alleine ins Wettbüro gegangen bin, früher nur mit Freunden und sowas. Du bist hin, hast gesagt, okay, komm, wir setzen was. Bin hingefahren und hab gesagt, ey, ich tippe jetzt für mich. Ich tippe jetzt für mich. Das war wie so ein befreiendes Gefühl, dieser Adrenalinkick, den kann man nicht beschreiben. Wenn du dann mal gewinnst, wo ich dann auch meinen höchsten Gewinn hatte, das ist, du bist ganz oben. Ist? 18.000 Euro. Bei Tipico? Wie viel hast du gesetzt? Es war Live-Wetten. Das war ein Spiel. Barca gegen Bayern, 8-2. Da habe ich Live-Wetten gesetzt. Das heißt, du kannst auf alles tippen eigentlich. Ja, worauf hast du getippt? Ich habe Coutinho trifft, das weiß ich noch ganz genau. Ich habe auf Übertore getippt. Junge, der hat doch bestimmt mit irgendeiner Magierin davor gesprochen, dass es irgendwie so passiert. Weil ich finde es krass, ne? Wenn Leute wirklich dieses 1-1 tippen. So von wegen, ja, der schießt ein Tor, der schießt mit dem rechten Fuß ein Tor, der foult den weg, was weiß ich was. Und das dann auch wirklich passiert. Da mache ich mir echt Sorgen. Dann denke ich mir, die Leute sind krank. Und der hat 18 Riesen rausgeholt. Der hat safe 200 Euro reingesteckt. Wirklich beim Sucht drin, nächstes Tor Bayern. Coutinho und wer? Coutinho trifft, nächstes Tor Bayern. Das waren Beträge von 200, 300 Euro die ganze Zeit. Das hat sich summiert, dann hatte ich mein Geld rausgeholt. Dann hatte ich zum Beispiel 2000 Euro live gesetzt, alles über die App. Und diese 2000 Euro dann wieder auf nächstes Tor Bayern. Und das hat sich dann alles weiter summiert. Das heißt, es war nicht eine Wette, wo ich 18.000 gewonnen habe, sondern über mehrere Wetten verteilt. Aber alles innerhalb eines Spiels? Das war alles Bayern gegen Barca damals. Und dieses Geld war aber innerhalb von 3 Wochen wieder weg. Und dann, Bruder, was macht man in 3 Wochen mit 18 Mille? Okay, wobei ich mir denke, ey, das Geld, was du über Spilo oder über Tipico oder was weiß ich was klar machst, ist für mich im Endeffekt kein sauberes Geld. Ne? Kann man sagen, was man will. Ich würde mich mit dem Geld jetzt tatsächlich nicht ernähren. Das heißt, würde ich jetzt spielen, als dummes Beispiel, was ich nicht tue, und ich gewinne 18.000, dann würde ich das auch verballern. Für Klamotten, für was weiß ich, für Sachen, die kaputt gehen können. Wisst ihr, ich meine? Aber ich würde es nicht für Essen machen, weil man sagt ja im Endeffekt, mit dreckigem Geld sollte man sich kein Essen kaufen, weil du dann irgendwann Probleme kriegst. Also ist jetzt dumm gesagt, aber ich würde mir auf jeden Fall Klamotten kaufen. Unnötige Sachen, wisst ihr, ich meine? Sachen, die auf jeden Fall im Endeffekt nur materiell sind. Kein Essen, kein nichts. Mein höchster Verlust waren 10.000 Euro. Das war maximaler Einsatz bei Tipico. Also ich habe 2-mal die Kreditkarte von meinem Vater genommen, bin zur Bank. Das kann ich mir bei irgendeinem Zuschauer hier auch vorstellen, dass er schon vom Vater die Kreditkarte genommen hat und ein paar Subs da gelassen hat. Auszahlen lassen, das war Auszahlungslimit, weil ich wirklich so in der Sucht drin war. Alle Ersparnisse, die meine Eltern über die Jahre aufgesammelt hatten, bin ich wirklich, mit 18 habe ich das bekommen, bin ich zur Bank, habe das leer geräumt, habe wirklich alles gesetzt, alles verzockt und dann bist du in der Sucht drin. Hast du die Wette online gemacht? Online, alles online zurzeit. 10.000 Euro online auf eine Wette? 10.000 Euro auf eine 1-4er. Geht doch gar nicht. Weißt du, wie ich zittern würde, Alter, wenn ich online sehe 10.000 Euro auf irgendein Spiel? Bruder, ich würde vor diesem Fernseher schreien. Ich würde schon vor dem Spiel, würde ich mir einen Ingwer-Tee machen. Hier noch so eine Ingwer-Knolle zum Knabbern, so für zwischendurch, damit es meinem Hals einfach gut geht. Und der sich quasi darauf einstellen kann, was gleich passiert. Ich würde unter kranken Adrenalin stehen, ne? Stell dir mal vor, du setzt 10.000 Euro auf ein Spiel, auf bestimmte Spieler, dass sie ein Tor schießen und der verkackt. Gibt doch ein Limit von 2,5, oder nein, nicht? 10.000 Euro. Das ist bei jedem Tipico, kannst du gerne googeln, 10.000 Euro. Und die habe ich nicht einmal verzockt, diese 10.000. Da bin ich auch zu meinen Schulden gekommen. Simply online, an einem Tag geht gar nicht. Als ich 15 war, habe ich auch Quatsch gemacht, 5.000 Euro von meiner Mutter verballert. Ins Live-Telefon angerufen. Und das hat genauso angefangen. Also Real Talk genauso. Deswegen finde ich es gerade realistisch, aber das ist mit den 10.000 wundert mich, weil ich glaube, es waren 5.000 Limit. Aber das, ja, wir reden auch gerade über das Limit. Wie hast du mit 18... Ich habe die Karte genommen, bin zur Bank gegangen von meinem Vater, ich wusste die PIN. Und bist dann an den Automaten gegangen? An den Automaten. Okay, wie viel hast du aus dem Automaten rausgeholt? Okay, stark, weil das Ding ist, aus dem Automaten kriegst du auch nicht
unendlich Geld. Das ist ja natürlich auch begrenzt. 5.000, geht doch gar nicht. 5.000, ich weiß gar nicht, wie kann man denn da abheben, Max? Kommt es nicht auf das Limit an, was du dir quasi bei der Bank setzt? Ich glaube, das Limit geht aber nur bis 9.000 irgendwas. Nein. Oder 10. Bank-Auszahlungslimit. Nein. Geht es? Doch. Du kannst anmelden, wenn du persönlich dahin gehst. Ja, wenn du persönlich kannst du alles abheben. Ja. Das Problem ist, dass das die Karte von meinem Vater war. Von seinem Vater? Ich glaube nicht. Und da bin ich in diese Schiene, wo ich wirklich in die Sucht verfallen bin und dadurch immer mehr Geld verzockt. Ich habe mir Geld geliehen, alles verzockt, mehr gesetzt, verzockt und es hat sich immer so weit aufgestaut. Das Problem ist, wenn du einmal bei jemandem die Schulden machst und sagst, ey, ich gebe dir das Geld wieder und was weiß ich was. Sagen wir mal, du sagst zu einem Typen, ey, kannst du mir 200 Euro leihen? Er gibt dir das Geld und du sagst ihm, ey, ich gebe es dir in 2 Tagen wieder. Merkst dann einen Tag vorher, scheiße, ich habe das Geld nicht. Fragst jemand anderen, kannst du mir 200 Euro leihen, damit du das Geld, was du von dem anderen hattest, begleichen kannst. Aber dann hast du immer noch Schulden bei dem anderen und das ist so ein Teufelskreis, es geht immer weiter. Deswegen gar nicht erst anfangen, irgendwie Schulden zu machen, wirklich. Also wenn ihr Geld verdient, dann gibt auch nur so viel aus, wie ihr auch selber verdient. Wisst ihr, ich meine, bringt ja nichts, wenn ihr euch dumm und dämlich kauft, aber das Geld nicht dafür habt und euch irgendwie Schulden macht. Dann lieber auf Sachen verzichten und sich denken, ey, irgendwann, wenn ich mehr verdiene, als wenn man sich überall Schulden aufmacht. Kurze Frage, wenn sich einer mit Kreditkartenlimits auskennen wird, dann bist es du. Was ist das Höchste, was du je an einem Tag ausgegeben hast? Ich habe nie mit Konto bezahlt. Die ist für mich safe raus, Bruder. Also die ist... Ich habe nur mit Konto bezahlt? Safe raus, ne? Sag mal nicht eigentlich, ich habe nur mit Karte bezahlt? Nein, würde ich nicht. Nur weil du den Kollegen kennst. Nein, hat nicht. Wallah hat nichts damit zu tun. Ich schwöre dir, Bruder. Abi, guck mal, ich würde sagen, der richtig glaubwürdig rüberkommt, der dahinter und der jetzt gerade Mikro hat und sie. Ich würde... Sie? Das ist das Problem, die sind immer so stark, Digga. Die Leute hier, die sind immer stark. Sie ist kaufsüchtig und hat noch nie mit einer Karte gekauft. Cousin, bist du bescheuert? Cousin, was ist denn los mit euch? Ja, aber wenn sie eine Lügenstory erzählt, können sie auch sagen, dass sie... Sie ist ein Mädel, sie will immer Bar zahlen. Lass sie doch Bar zahlen. Ob du willst immer Bar zahlen oder ob du immer Bar zahlen kannst, das ist ja auch... Sie arbeitet hart für ihr Geld. Für Jesu. Ey, Richmond, ey. Ey, Ben, Alter, Digga, wegen dir verliere ich heute. Scheiße! Nein, Bruder, nein. Okay, ich halte mich raus, ne? The stage is yours. Hast du schon mal auf Rechnung bestellt? Ja, per Klarna. Wo kaufst du denn am meisten ein? Zara? Meistens Zara, ich wollte gerade sagen, ja. Nimm mal 5 Online-Seiten, auf denen du bestellst. Let's go. 10 Sekunden. H&M, Zara, Shein. Ja, das sind eigentlich... Bershka? Ja, nein, ich glaube hier gar kein Wort. Ich bin nicht shopping-süchtig und ich könnte dir 5 nennen. Ja, aber jede Frau, die auch normal einkauft, könnte ja, jetzt... Nein, Bruder, wenn du süchtig bist, Bruder, dann kennst du auch Bershka, dann kennst du alles andere, Bruder. Nein, vor allem einer bestellt bei H&M online. Siehst du, Bruder? Ich schwöre, da hat sie recht. Würdest du uns anlügen? Nein. Bist du kaufsüchtig? Ja. Bei welchem Arzt warst du? In Wunstorf. In Wunstorf? Ja. Wie heißt der? Das weiß ich. Okay. Hast du gut gemacht, ja? Hast super geschaut. Aber ich muss sagen, sie hat es nicht schlecht gemacht. Also sie hat es versucht. Es war auf jeden Fall nicht unglaubwürdig. Also das, was sie erzählt hat, war jetzt nicht unglaubwürdig. Es gibt viele, die wirklich kaufsüchtig sind. Aber sie hat halt am Ende konnte sie halt auf die Fragen nicht mehr genau antworten, ne? Deswegen, hau rein, Bro. Schönen Heimweg. Okay, war schon realistisch bis jetzt, aber jetzt lass uns mal weiter aussortieren, bitte. Aus welchem Land kommst du? Ich komme aus dem Ball. Also ich bin Zigeunerin, aber meine Mama ist aus Kroatien. Zigeuner ist was? Ey, wenn ihr flirtet, darf ich jetzt kurz aufs Klo gehen, oder? Flirten nicht. Er flirtet immer noch 2 Minuten, dann kann ich spielen. Melody, das ist Arbeit. Da wird nicht auf die Toilette gegangen. Arbeit. Oder was? Sehr flirtig. Ja, ich würde sagen, also sind wir uns einig, oder? Ja, du bist wunderschön, damit du bist. Bruder, ich sag ehrlich, ja. wie Ali sie hochgenommen hat, ganz aggressiv, sie ist raus. Warum war das jetzt Ali? Ich hab sie doch hochgenommen. Nein, 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 was ist los mit dir? Du hast es echt gut gemacht, aber du musst einmal bitte raus. Ich würde den Herrn mit dem Hemd befragen. So, wie war dein Name? Sebastian. Was arbeitest du? Ich bin Sozialarbeiter. Und du bist wie alt? 40 war das? 44. Er war süchtig, Christian Meth, 10 Jahre. In welchem Alter war das? Wann hat's begonnen? Ich habe meine erste Leihe 1997 gezogen, mein Ausstieg war 2007. 97, Digga? Da bin ich gerade geboren. Kannst du dich daran erinnern? Ja. An das erste Mal? Ja. Wo? Ja, war meine Heimatstadt Weißenfels, haben wir halt mit 1920 erste Leihe in Christel gezogen. Wo kommst du? Ey, Chat, distanziert euch auf jeden Fall davor. Ich stelle mir sowas aber ganz, ganz gruselig vor, Digga. Ich habe vor sowas so viel Respekt, ne? Und so viel Angst. Ich würde es auf jeden Fall nicht machen an eurer Stelle. Auf gar keinen Fall. Finger weg, 100%. Und ich will gar nicht wissen, wie das erste Mal für ihn war.
Also wie sein Herz gepocht hat. Man sowas, wo kriegt man sowas her? Crystal Meth war damals und ist meiner Meinung nach heute fest in deutscher Hand. Also es wird ja in Tschechien produziert und gekocht. Ja, also bei uns ging es eigentlich immer im Freundeskreis rum. Also hat dich jemand gefragt, willst du, oder du hast gesagt, ich will? Beides. Baba Kollege, yo Bro, willst du auch abhängig werden? Ja klar, warum nicht? Ja, du warst auch auf der Suche nach dieser Droge. Ich war bereit dafür. Das geht nicht. Entweder jemand hat dich dazu gebracht. Also ich war Polytox, aber Crystal war mein Hauptproblem. Was heißt das? Mehrfach abhängig von verschiedenen Substanzen. Schon bevor du Crystal probiert hast? Von Cannabis über Amphetamine beim Crystal angekommen. Also im Zeitraffer eine harte Drogensucht eingestiegen. Findest du, das hatte einen Nachteil in deinem Leben? Nenn mir ein großes Nachteil. Ein großer. Ich sag mal so, also mein bester Freund und Suchtkollege ist mit 35 dran gestorben. Das ist vielleicht so eine Geschichte, die mich nachhaltig beeinflusst hat. Und natürlich hat man auch Jahre weggeschmissen. Ne? Also ich meine, heute kann ich das natürlich mit Abstand erzählen, aber damals war es ja nicht der Sebastian, der man eigentlich sein wollte. Man war ja warst du immer arbeiten? Genau, ich war ein Konsument, der immer arbeiten war, ganz wichtig. Bin also nie in die Beschaffungskriminalität reingekommen, sondern habe immer meinen gesellschaftlichen Strich gemacht. War auch Ausrede für mich. Er denkt sich, ich habe gerade richtig Bock auf ein Porno. Dass es noch nicht so schlimm ist, weil wenn ich immer noch arbeiten gehen kann, dann kann die Sucht ja nicht so krass sein. Also war natürlich Bullshit, ja. Also war. Ich habe gestern überlegt, Breaking Bad zu gucken. Dann habe ich es nicht gemacht, Alter. Habe ich Doch, dreimal schon. Aber ich habe gestern überlegt, normal zu gucken. Dann habe ich Blacklist geguckt. Hey, kann man Blacklist gucken, ja? Okay, eine ganz simple Frage. Wie fühlt man sich, wenn man Crystal Meth nimmt? Ja, das kommt drauf an, in welcher Phase der Sucht du dich befindest. Also vom Anfang. Reden wir vom Anfang. Das Problem beim Crystal ist, du wirst ja nicht süchtig nach der Substanz, sondern nach dem Gefühl. Du erlebst ein Glücksgefühl, was nicht von dieser Welt ist, was du dir nicht verdient hast. Das ist ja der Punkt. Sondern die Substanz erzeugt das bei dir. Die ersten Jahre waren, ich meine, ich muss es natürlich sagen, war es nicht nur Abfuck. Ja? Also du hast auf der Droge natürlich auch krasse Sachen erlebt. Also ich war auch süchtig nach dem Sex auf C, muss ich sagen. Also ist ja eine Droge, die massiv Sexualverlangen steigert. In der Zeit, wo du süchtig warst, warst du obdachlos? Nein. Ich bin ein Akademikerkind, meine Mutter ist Psychologin, mein Vater Gymnasialdirektor und ich war voll das Drogenopfer. Wenn man nicht selber drauf ist, wenn ich dich jetzt von außen beobachten würde, wenn du Crystal Meth nimmst, könnte ich das erkennen? Also ich kann es auf jeden Fall erkennen, weil ich habe die Kanäle dafür. Ich weiß, wie Meth-Heads drauf sind. Ob du es erkennen würdest, weiß ich nicht. Aber ich kann dir eins sagen, also jemand, der voll auf Meth ist, könnte jetzt nie ein Gespräch führen wie wir beide, sage ich mal, Augenkontakt bei der Sache bleiben. Wenn jemand Meth nimmt? Nein, aber er hat ja gesagt, er ist jeden Tag trotzdem arbeiten gegangen, um sich das zu finanzieren. Wie kann er denn arbeiten gehen, wenn man niemals ein normales Gespräch führen kann? Danke. Es war halt It doesn't make sense. Es war halt beschissen. Ich war 3 Tage wach. Was hast du denn gearbeitet, wo man mit keinem reden muss? Ich war lange Stagehand, also Bühnenbau. Das sind so viele englische Begriffe drin, ich komme nicht hinterher. Stagehand. Ein Segment, wo ganz viel Drogen konsumiert werden, also gerade auch Crystal, weil es brutale Schichten sind. Bist ja schwierig, der Digga, lass uns mal nicht die ganze Zeit... Boah, ich sag dir ehrlich, diesmal sind wir sehr, sehr schwer. Lass mal überspringen und lass mit dem Porno, mit dem Pornotypen erstmal machen. Warte, wer war der Pornotyp? Hier mein bester Mann, Porno, Bruder, let's go! Guck ihm mal tief in die Augen. Tim, einfach jetzt Fokus nur auf Melody. Kannst du hingehen kannst du bitte hingehen und ihn so in die Augen schauen? So ja, stell ihn mal genau, stell sie hat auch nur auf diesen Moment gewartet, Digga. Das ist jetzt für sie gerade diese Einladung. Tamam. Ich will es. 2, 3 Fragen, ja, wo er sagt. Boah, das ist zu viel, Chat. Walla, Hand aufs Herz. Ich gebe nur meine Meinung ab, Chat. Und das, was ich da gerade sehe, womit sie auf dem Stuhl sitzt, ist eindeutig zu viel, Chat. Geh mal hin, bitte, und machen das mal. Ich möchte seine Reaktion sehen. Mal so, wir wollen jetzt. Achso. Boah, das ist echt zu viel. Ja, nicht, dass der Typ hier gleich loslegt, ne? Seine rechte Hand ist immer noch auf Spannung. Einmal ganz kurz Ruhe, bitte. Also, was wollen wir bezwecken? Guck ihn tief in die Augen. Alle gucken mich an, als wäre ich sag euch, Chat. Hier unten, ne? Da klopft gleich der Mieter für die nächste Mietrechnung. Richtig, hä? Walla, finde ich auch, Digga. Ich bin auch so ein schadenfroher Mensch, Digga. Walla. Ich würde zu 100% genau das gleiche machen, Digga, damit Kollege genau in diese peinliche Situation kommt. So, Erschüchtern! Nein, ihm ist das ganz unangenehm. Ich will ihn jetzt auch nicht so übergriffig angucken. Oh, sein Blick, okay, er hat nicht geguckt, aber Digga, wie... Was sagst du, G? Also ich sag dir ehrlich, die drei finde ich am heißesten. Gerade eben finde ich es ein bisschen Quatsch, weil ich habe nämlich mal so eine Doku gesehen über Pornosucht und da habe ich auch gesehen, dass darunter das Sexleben extremst leidet. Aber nicht, weil die Partnerin eifersüchtig ist, sondern weil du keinen Bock mehr auf normale Frauen hast, sondern nur Bock auf Pornos hast. Ja, ich glaube auch, dass ich mehr Pornos gucke als er und ich bin nicht pornosüchtig. It doesn't make sense. Also was wäre der Punkt, wo du sagst, ey, an diesem Punkt erkennt man, dass ich süchtig bin? Dass du es oft machst?
Das ist doch kein sehr Grund. Sehr oft mache, ja. Dass ich halt viermal ist sehr oft. Viermal am Tag. Viermal ist doch nicht oft, das Digga. Ist halt einfach. Boah, da habe ich ja von Kollegen ganz andere Sachen gehört. Dass sie da, was weiß ich, was 20 Mal am Tag die Blumen gepflückt haben. 20, also da muss ich echt sagen, da hätten die lieber den Kollegen da reinstecken können. Bett liegt so, jeder normale Mensch denkt so, okay, ich schau jetzt eine Folge Netflix. Bruder, geht nicht, warum? Weil unten, ja, irgendwann macht der Ciao. Nein, ich finde viermal sogar zu wenig. Nein, so. Ja, ja, ja. Der ist dieser eine nochmal, dieser eine von Dschungelcamp oder so, da war auch einer pornosüchtig. Patrick, nur? Bruder, zehnmal am Tag, ja. Bruder, komm, ist unmöglich. Der hat irgendwas von 20 Mal geredet. 20 Mal? 20 Mal, Bruder, ja. Das geht nicht, Bruder. Aber 20, Bruder, ist doll dieses, wie oft, nee, nein, Bruder, ist Quatsch. Leidet da irgendwas drunter? Ja. Und ganz kurz, ey, falls es jetzt wirklich wahr ist und wir dich irgendwie damit angreifen, ne, wir müssen so ein bisschen. Nein, du musst dich gar nicht bei ihm entschuldigen, weil er lügt sowieso. Lass ihn mal rausgehen. Ist halt schon unangenehm so. Aber wenn du sagst, dass es dir unangenehm ist, du traust dich nicht mal zu deinen Eltern oder zu deinem Arzt zu gehen, aber traust dich jetzt hier im Format mitzumachen. Danke, Walla, danke. Aber das ist ein guter Punkt. Ich schwöre, das ist ein guter Punkt. Bruder, er ist raus. Er ist sowas von raus. Du musst einmal bitte rausgehen. Okay, warte mal, ganz kurz, können wir mal ganz kurz die Süchte nochmal durchgehen. Crystal Meth, Bulimie, Spielsucht. Was fandet ihr am realistischen? Oh, Digga, das ist schwierig. Spielsucht, dieses Smager-Ding, Filmchen schauen und Crystal. Oh, Digga, wer könnte es sein, Digga? Das ist schwierig, Digga. Also die vier, die gerade drin sind, das ist sehr, sehr glaubwürdig. Wobei ich den einen mit den Filmchen auch wieder rausstreichen würde. Also gibt es auch, aber viermal ist dann in meinen Augen keine Sucht. Ganz kurz, so, dass wir einen Überblick haben. Das Problem ist, jeder hat was, wo man sagen kann, okay, er lügt. Ich finde, er sieht zu gut aus für Crystal Meth. Er mit den 10.000 Euro finde ich ein bisschen komisch, die direkt am Bugautomaten abzuheben. Abgehoben habe ich keine 10.000, das habe ich nicht gesagt. 5.000. Gesetzt habe ich 10.000. 10.000 ist maximaler Einsatz bei Tipico. Aber Tipico-süchtig, Digga, so 100.000, Digga. Ich habe auch Kollegen, die Tipico-süchtig waren. 80 bis 90.000. Was? 80 bis 90.000? Verzockt. Insgesamt 80 bis 90.000 in 5 Jahren. Und wie zahlst du die Schulden jetzt ab? Mein Vater hat es für mich übernommen. Ich arbeite bei der Deutschen Post, um mein Geld abzubezahlen. Aber du hast dir das Geld von Kollegen geliehen, aber wie kannst du dir denn so viel Geld von Kollegen leihen? 90.000? Nee, das habe ich ja nicht gesagt. Ich habe mir Geld von Kollegen geliehen. Das waren Beträge immer so 200, 300 Euro. Damit hat es ja angefangen. Und das hat sich weiter summiert. Dann über die Jahre das Geld, was ich verdient habe. Ich habe bei meinen Eltern gewohnt, alles verballert. Alles für Sportwetten verballert. Und irgendwann kam mein Vater halt auf mich zu, weil es mit der Karte war. Und mein Vater, da bin ich immer wirklich dankbar für, ist nicht einer, der mich rausschmeißt, der sagt, okay, du bist nicht mehr mein Sohn, sondern er hat gesagt, okay, wir müssen an dem Problem arbeiten, weil es eine Sucht ist. Wie war das jetzt bei der EM für dich? Ich bin dir ehrlich, schwierig. Wir haben auch in der... Vater, wenn der nicht... Deine Hände haben gekribbelt, Chat. Hände haben richtig gekribbelt. Therapie, so ein Notfallkoffer, sag ich mal. Da ist so eine Nummer abgespeichert und mit meiner Therapeutin habe ich das halt besprochen, dass diese Nummer wirklich mein bester Kumpel ist. Und mein bester Kumpel unterstützt mich immer noch. Ich habe viele Freunde verloren. Ich habe wirklich sehr, sehr viele Freunde verloren. Ich habe Freunde vernachlässigt. Das war... Ich will gar nicht wissen, wie viele Freunde er dazu gewonnen hat, als er das ganze Geld gewonnen hat, diese 18 Mille. Wisst ihr, ich meine? Das ist natürlich auch viele Leute gekommen, die sich dann als Freunde ausgegeben haben, aber einfach nur profitieren wollten und sich einfach dachten, der gibt komplett alles aus, wisst ihr, ich meine? Nicht mehr normal, ich habe meine Schule vernachlässigt, bin gerade so durchgekommen, danach Freizeitaktivität. Also was für einen Abschluss hast du jetzt gemacht? Ich habe mein Gymnasium fertig gemacht, ich bin ja 17 gewesen, als ich angefangen habe, da war es noch nicht so schlimm. Die Sucht kam ja mit der Zeit, das war so ein laufender Prozess. Ich habe gar keine Ahnung. Frag mal jemand anderen, weil das macht keinen Sinn. Es ist doch immer so, wenn man so süchtig ist, ich gehe immer davon aus, ich hab ja auch ein paar Leute kennengelernt, die süchtig waren, aber dass du trotzdem durch Sucht dann alles so, trotzdem so, weiß ich meine, so alles lief dann irgendwie trotzdem gut. Von niemandem von euch ist das Leben verkackt worden, weil ihr süchtig wart. Doch, also meine Freunde sind halt alle weg. Also ich habe wirklich nur noch diesen einen Freund. Okay, aber dann sind es auch keine richtigen Freunde, Digga. Natürlich, also schwierig, Digga. Also wenn ich jetzt einen Kollegen hätte und ich wüsste, ey, der ist zu 100% spielsüchtig und ich sehe, ey, das Ganze geht in die schiefe Bahn oder in die schiefe Richtung, dann würde ich ihn warnen, dann würde ich sagen, Bro, wach mal auf. Oder muss ich da oben mal ein bisschen klopfen? Wisst ihr, ich meine? Also ich würde ihn auf jeden Fall warnen und sagen, ey, das, was du machst, ist auf jeden Fall nicht richtig. Und zugucken einfach, wie er drunter leidet, Digga, ist nicht der richtige Weg. Nur ein Freund, aber ich war nicht süchtig. Ja. Bei euch lief das Leben so weiter, oder wie? Ich hatte trotzdem Freunde halt, die zu mir gehalten haben. Soll ich mit Ansage was sagen? Ja, bitte. Ich ja. Wette mit euch, das ist ja in der Mitte. Meinst du? 100%. 100%? 100%. Ihr werdet sehen. Hey, du, ne? Ihr werdet sehen am Ende. Ganz kurz, wie ist... Ali hat eine sehr gute Quote, Digga. Eigentlich müsste man dem vertrauen, Digga. Richtig los. Du hast gesagt, du saßt hier jedes Mal und hattest jedes Mal recht. Ja. Und dein Gefühl sagt was? Mitte, aber warte, das können wir jetzt noch nicht entscheiden. Ich finde den rechts auch. Auf einmal. Spannend. Aber er sieht zu gut aus für 10 Jahre. Oder er hat einen geilen Job.
Er ist zufrieden in seinem Leben, hat noch nie irgendwas mit Drogen zu tun. So ein gut aussehender Mann kann doch nicht Dings gewesen sein. 10 Jahre. Wir reden nur positiv für dich. Also wenn du es bist, ist das ja alles ein Kompliment. Würdet ihr den jetzt rauswählen? Ich kenne mich halt nicht mit diesen ganzen Typico-Scheiße. Der in der Mitte hat schon auch seine Story so flüssig, auch easy erzählt, Digga, das war so, weißt du? Nee, ich würde den recht. Hast du schon mal einen ganzen Kühlschrank leer gefressen und danach gekotzt? Einen ganzen Kühlschrank? Was heißt einen ganzen Kühlschrank? Ich habe mir halt stabiles Essen zubereitet, also... Du hast was zubereitet, als du... Okay, ich glaube ihm kein Wort. Weil ich hatte Bulimie-Riss, bevor du kotzt. Er redet gut, er schauspielert gut, aber ich glaube ihm kurz, nicht. Warte mal bitte, was meinst du? Wenn ich dann gegessen habe, habe ich es halt ausgekotzt. Ich meine, ich habe ja entweder sehr wenig oder bis gar nichts gegessen. Und dann größere Portionen habe ich dann meistens rausgebrochen. Boah, war das schwierig, ja. Und der Bruder von Typico, er macht gar keinen Spaß. Sein Blick, er ist immer so... Ich hab zu Angst, sorry. Er muss seine Schulden abbezahlen, G. Junge. Ben, wir müssen daran bedenken, Bruder, eine Geschichte davon ist wahr. Weißt du? Ja, nee. Nichts davon ist witzig, weil es ist ja immer noch eine Sucht. So. Aber ich persönlich hatte Bulimie und deswegen glaube ich ihm nicht, weil meine Erfahrungen anders sind als okay. Du hattest es auch? Deswegen frage ich doch. Warum sagst du das erst jetzt? Ja, geht doch. Dich nichts an. Ja, okay. Was passiert, wenn man aber, Bulimie hat? Ja, okay, das ist jetzt sehr viel. Aber ich habe ja spezifische Fragen gestellt extra. Ja. Jede Erfahrung ist anders, deswegen ja. Entschuldigung, wenn ich falsch liege. Aber ich finde, dass nichts daran die typischen Verhaltensmuster nachweist von dem, was du erzählt hast. Stimme ich dir zu, ja. Du würdest alles sagen. Was ist also, Bro, also, unser Freund kann sich ruhig hinsetzen, was sagst du? Okay. Bruder, nachher muss er ein bisschen steuern, Bruder. Also, weil ich bin noch... Das Ding ist, jetzt gerade ist wirklich... Heute ist wirklich schwer. Sonst hat man immer so ein Gefühl, aber jetzt gerade... Wie erklärst du, dass deine Zähne so gut aussehen? Laut Abstimmung sagt der Chat, dass der drogensüchtig ist. Oh, Digga, ich bin echt in der Zickmühle, ich weiß es nicht, ne? Ich kann es echt nicht sagen. Es könnte halt echt jeder von denen sein, ne? Ich glaube, ihr habt einfach eine falsche Vorstellung von Süchtigen. Und du hast auch keine Narben oder so, ne? Du meinst... Weil guck mal, wenn man sich das vorstellt, hier in Hamburg gibt es ja Drop-In. Das ist ja quasi da, wo die ganzen Junkies sind und die sich quasi dann ihre Drogen legal holen, ne? Da muss man auch sagen, wenn man sich die anschaut, Digga, die sind komplett weg. Die haben überall offene Narben, offene Stellen, offene Haut, komplett ungepflegt, Augenringe bis zum geht nicht mehr, kaputte Zähne, den siehst du wirklich an, die sind kaputt und die nehmen auch diese ganzen Sachen. Er sieht viel zu gesund aus. Seine Zähne, ne, ihr wisst, Zahnarzt und seine Dings, ist was anderes so, aber der sieht zu, Digga, guck mal seine Haut an, der ist viel zu reine Haut. Du meinst jetzt Selbstverletzungsgeschichte? Vielleicht eine Nadel oder so. Eine Nadel, ich habe nie gefixt. Vom Bauchgefühl her bin ich am meisten bei ihm. Also wenn du mein Gefühl hören würdest, ich sage, er ist ein Lügner. Sorry, wenn ich das sage. Muss ein bisschen hart klingen, weißt du? Weiß, Show, Business und so. Du bist ein Lügner. Das Ding ist, er versucht dich nicht davon zu überzeugen. Für mich erzählt er seine Geschichte. Ob den und versucht nicht so, ja. So er sagt einfach, das bin ich. So glaubst du oder glaubst du nicht, das war mein Leben. Scheißegal, ne? Ja. Okay, wir reden von seiner Optik. 10 Jahre Crystal Meth Habibi. Ja. Guck mal, Walla, er sieht aus, als wenn ich würde ihn morgen heiraten, Alter. Wir müssen aber einen jetzt rauswählen. Ich würde sagen, in der Mitte raus, oder? Ja, bitte. Ja? Okay, dann würde ich sagen, Mitte einmal raus. Sieh, ey! Warte! Ey, warte, wie kommst du auf Mitte, Bruder? Bruder, nein, ich hab nicht Mitte gesagt. Ich dachte erstmal, du warst unser Freund hier. Hussein, glaub mir, ey, ich kann heute nicht verlieren hier, Junge. Ja, aber guck mal, sie sagt, sie hatte das schon. Nein, aber jede Erfahrung ist ja auch anders. Deswegen, wenn ihr ihm glaubt, glaubt ihm. Ich glaube ihm persönlich nicht. Sicher? Ey, Melody, wenn ich jetzt auf dich höre und verliere, ne? Ich okay. Jage dich. Warte mal, ich bin jetzt mehr. Ich jage dich. Bruder, man merkt, die hat Bock auf ihn, Digga. Ali, das sehe ich, ich stelle mir das gerade kopfkino-technisch sehr wild vor, Digga. Ali, kleiner Mann und sie ist einfach größer. Guck mal, der Zug ist gekommen, Ali. Du musst nur einsteigen, dein Ticket vorzeigen und dann kannst du mit dem Zug fahren. Ich würd ihn auch rausnehmen. Dann schließe ich mich an. Melody auch raus. Ich persönlich bin mir krass sicher. Was ist der Name für Bulimie? Anorexie. Nein, das ist nicht Bulimie, das ist Magersucht. Er ist raus. Ja, okay, er ist raus. Du hast es echt krass gemacht, aber du musst einfach... Ja, erzählen. Aber du bist gut gewesen. Spannend! Jetzt ist die Frage, wer ist es von den beiden, Digga? Ey, das ist krass schwierig, ja. Und der Bruder mit Typico hat nicht mal einmal gelacht. Ja, aber ich glaube, er ist auch... Bruder, wenn ich 100 Riesen verlieren würde, würde ich auch nicht lachen. Guter Schauspieler. Guck mal, mein Bauchgefühl sagt, dass er es ist, aber... Die Frage geht an euch beide bitte hintereinander. Wann war der Moment, in dem du gemerkt hast, dass du süchtig bist? Wo ich das Geld von meinem Vater genommen habe. Und Frage geht weiter? Tja, ich weiß gar nicht, ob man in der Sucht begreift, dass man süchtig ist. Also bei mir war es ja so, dass die letzten zwei... Der ist das. 100%, der ist das. Deswegen, ich habe gerade so das Gefühl, dass er Angst hat zu verlieren und die 500 Euro nicht kriegt und dass es ihm relativ egal ist, weil er, weißt du,
habe ich so das Gefühl. Ganz kurz, deine höchste Summe, die du gewonnen hast, war Nummer 18.000, war? Da hast du Bayern gegen Barcelona, das Spiel 8-2 während Corona. Live. Wie viele Wetten waren das? 17, 18, 20, sowas. Das war übers ganze Spiel verteilt, wirklich jeden Scheißdreck getippt. Okay, der Bruder, das ist unrealistisch. Ja, okay, warum? Digga, da musst du ja für jede 5 Minuten schon ein Ergebnis gehabt haben. Wie ist das ausgegangen, das Spiel? 8-2, du kannst nächstes Tor tippen, du kannst gelbe Karten tippen, ich war in der Sucht drin, ich bin süchtig. Ja, aber das heißt nicht, dass du alles richtig tippen musst, Digga. Auch wenn du süchtig bist, kannst du doch nicht live jetzt, Digga, wie ein Wahrsager, jetzt immer alles richtig tippen, Digga, oder erraten. Verstehst du, was ich meine? Nein, das habe ich nicht gesagt, dass alles geklappt hat. Aber ja, okay. Alles gut, du bist raus. Alles gut gemacht, ehrlich. Kennst dich krass aus. Okay, also haben wir uns jetzt entschieden oder nicht? Ja, ich würde sagen, links raus. Also was sagst du, Ben? Ey, Walla, jetzt bin ich so langsam. Echt gespannt, Digga. Wenn Ali sagt links, Digga, dann ist es so. Was sagst du? Von Anfang an gesagt, mein Gefühl war bei ihm. Also bei Chris und Man. Stell dir mal vor, es ist einfach das Mädchen mit der Kaufsucht. Walla, ich würde die Hoffnung verlieren. Das sagst du, links raus? Links raus, aber ich fand ihn auch stark. Also, lass mich das bitte sagen, weil es ist wichtig. Falls wir uns vertippt haben, so jede Sucht und jedes Problem, was man hat. Wir respektieren das. Wirklich, es tut uns leid, wenn das jetzt irgendwie respektlos erschien, weil wir haben auch nur unser Spiel gespielt. Aber ich bin sehr gespannt auf die Auflösung. Also wenn ich heute verliere, ist es Melody schuld. Jetzt scheint jetzt für den Rechts. Du müsstest einmal rausgehen. An der Stelle soll jetzt derjenige, der wirklich eine Sucht hat, Jetzt kriege ich aber auch Gänsehaut, Digga. Also jetzt bin ich gespannt, Chat, wer wirklich die Wahrheit gesagt hat. Nach vorne kommen. Raus. Bruder ist raus. Er ist raus. Du müsstest einmal rausgehen. Du Scheiße. Ich hab's von Anfang an gewusst. Ich hab. Erste Minute habe ich euch gesagt gehabt, das ist der. Habe ich euch das nicht gesagt, Chat? Guck mal, der sieht jetzt wieder so zu ernst aus. Wisst ihr, das sieht zu gestellt aus, so als. Ja, es geht um einen Süchtigen, das haben wir verstanden, aber der versucht so zu krass im Sinne von. Der versucht das zu krass zu spielen, wisst ihr, ich mein? Also, ich sag dir ehrlich, der Glaskopf kommt raus. Sorry. Ja! War einfach wie so ein Rucksack, hat er ihn hochgehoben. Okay, lass mal kurz deine Geschichte hören. Okay, also ich bin Sebastian, wie ihr schon gehört habt. Ja, es stimmt, ich war 10 Jahre kristallabhängig, also... Aber wisst ihr, was ich krass finde, Chat? Er war 10 Jahre kristallabhängig und ist jetzt clean. Oh, hoffe ich auf jeden Fall, dass er clean ist. Vorhin sagte Polytox, also war ja auf mehreren Sachen, also hat eigentlich alles mitgenommen. Crystal wurde zum Hauptproblem bei mir, komme ja aus Sachsen-Anhalt, Sachsen. Also Mitteldeutschland ist eine Crystal-Meth-Hochburg und was ich ganz wichtig finde, ist immer zu erwähnen, dass ich 97 meine erste Line gezogen habe. Also Crystal-Meth ist kein Problem seit der deutschen Ausstrahlung von Breaking Bad, sondern seit über 25 Jahren. Und ich habe den ersten deutschen Crystal-Meth-Roman geschrieben, Zone C. Und gehe seit 8 Jahren mit diesem Buch. Stabiles Design. Meiner Lebensgeschichte an Schulen deutschlandweit und kläre darüber auf. Können wir einmal so. Hier. Ja, also wie gesagt, ich kläre anhand meiner Lebensgeschichte und des Buches auf, was wie gesagt die erste deutsche literarische Auseinandersetzung mit dem Thema Crystal ist. Seit einem Jahr mache ich auch einen YouTube-Channel, der heißt Leben, Lieben, Leiden, Sebastian Kaspar. Dort erzähle ich über meine Sucht und lade auch ganz oft Streaming-Gäste ein, die auch über Crystal und ihre Sucht reden. Anonym, aber auch face-to-face. Und ja, ich meine, hätte jetzt viel darüber zu erzählen, habe halt eine gesamte Reise hinter mir. Und was ich vielleicht sagen kann, ist, dass das ist auch eine Botschaft von mir, dass mich letztendlich die Liebe gerettet hat. Also ich habe mich auf die Liebe eingelassen, habe sie festgehalten und das sage ich nicht ohne Grund, weil wir eigentlich in einer Zeit leben, ja, in der immer weniger Leute in Liebe investieren, auch nicht an die Liebe glauben. Was ich auch noch wichtig finde, ist, dass wir feststellen müssen, dass Crystal Meth wirklich unterm Radar läuft. Ja, also wir haben das ja in Mitteldeutschland seit über 25 Jahren und die erste und zweite Generation der User ist ja vom Baum gegangen, hat sich behindert konsumiert, ist gestorben. Einer meiner besten Freunde ist mit 35 am Schlaganfall verstorben. Warum stehe ich heute hier? Weil ich da auch denke, habe ich einen Auftrag. Naja, Bruder. 5:40 Uhr, weil ich habe Gänsehaut bekommen. Richtig stabil gesagt. Wirklich sehr, sehr stabil gesagt. Krass, dass er auch ein Buch drüber geschrieben hat. Er gibt quasi einfach weiter, erzählt von seiner Story. Will einfach Leuten auch die Augen öffnen, sie aufklären, was es überhaupt ist. Dass es kein Spaß ist, dass man davon wirklich abhängig wird, dass es wirklich auch schlecht ist. Also ich finde es krass. Wirklich sehr, sehr stabiler Typ. Sehr, sehr sympathisch.
Ja, heftig. Ja, ich finde es erstmal wichtig, dass wir über das Thema reden, dass wir überhaupt das Thema abbilden, weil das passiert ja nicht. Der Kampf gegen Crystal ist in Ostdeutschland verloren. Das ist ein Ist-Zustand, das muss man einfach so sagen. Und weil es Fluten ja bis... Ey, Digga, die Typen einfach, die alle dabei waren, waren alle heftig stark, außer das Mädchen. 3 Tonnen pro Jahr Crystal nach Deutschland und die werden konsumiert. Und in meinem jetzigen Arbeitsfeld merke ich immer mehr, dass ja auch, also Einstiegsalter in Leipzig ist bei uns 10 bis 12 Jahre. Das muss man sich mal vorstellen. Und wir als Gesellschaft müssen uns eigentlich fragen, Dennis hat Tränen bekommen. Ja, wahrscheinlich habe ich Tränen bekommen, Digga. Oder Minderjährige dazu, harte Drogen zu nehmen. Und da müssen wir uns alle an die eigene Nase fassen. Dann will ich noch mal ganz kurz was sagen. Digga, wer hat dir Pornosucht gegeben? Sei mal ehrlich, Bruder. Sei mal ehrlich, Cousin. Ja, hast du dir selber ausgesucht? Jamal, ne? Jamal, geile Sau, Bruder. Jamal ist der Mann, Bruder. Habt ihr geil gemacht. Richtig nice, dass ihr mitgemacht habt auf jeden Fall, ne? Das hat richtig Spaß gemacht. Ungeschlagen, Digga. Ungeschlagen, ne? Nimm das auf. Ungeschlagen. Mein Gott, das ist wirklich nicht normal, ne? Das ist ehrlich nicht normal. Jungs und Mädels, wir unterschreiben das Buch hier einmal. Schreibt einfach in die Kommentare rein, warum ihr das Buch haben wollt. Dann suchen wir einen aus. Ich antworte euch dann einfach. Genau, ich antworte euch auch einfach. Ich würde sagen, wir blenden auch hier so eine Nummer ein, wo ihr euch... Sehr starkes Video gewesen. Wirklich sehr, sehr starkes Video gewesen. Und nehmt euch da auf jeden Fall auch immer was mit. Wenn ihr irgendwann wirklich mal eine Sucht haben solltet oder gerade einfach eine Sucht habt, dann solltet ihr euch auf jeden Fall die Augen öffnen lassen. Und einfach... Es muss euch bewusst sein, dass es so nicht weitergehen kann. Auf den Dennis, 21, um 5:42 mit einem versuchten Real Talk, Digga. Leider gescheitert. Tut mir leid.